Sigma zum Gruße, meine lieben Hobbyleuts, und willkommen zu einer neuen Folge vom Balduins Maltischgebabbel. Mal- und Bastelsachen raus. Und heute sehen wir ein Spiel, das allererste Spiel meiner Skaven gegen die Zwerge vom werten Ratz. Ja, ihr habt richtig gehört. Ratz, der Träufzigste. Ein Skave, der sich im Mantel eines Zwerges versteckt hat. Man sieht aus der Zwergenkapuze nur eine lange Rattenschnauze. Und die Schnurrhaare verfolgen ihn. Sei es wie es sei. Heute werden wir definitiv einiges durchnehmen. Und wir fangen mit dem 600-Punkte-Spiel an. Also meinem allerersten 600-Punkte-Spiel mit meinen Skaven. Der Balduin hat nämlich noch nie zuvor eine Skavenarmee besessen. Ich habe in den letzten Wochen auf dieses Treffen hingearbeitet mit den Figuren, also der Bemalung und vor allen Dingen auch mit dem Gelände, also dieses unterirdische Gelände. Davon möchte ich in der Zukunft noch ein bisschen mehr machen, aber jetzt erst einmal habe ich Skavenpause, weil die letzten Wochen waren echt kräftezehrend und ich möchte jetzt irgendwas anderes machen. Ihr seht schon hier oben, da ist das Thema Bretonen, das ja momentan aktuell bei uns gerade aller Munde ist, weil die neuen Bilder von Games Workshop das ja schon gezeigt haben. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich würde sagen, Mal- und Bastelsachen raus und viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns nach dem Spiel wieder hier bei mir am Maltisch und wir werden dann ein bisschen über Bretonen sprechen und was mir sonst noch so einfällt. Also, los geht's mit der Schlacht 600 Punkte Zwerge gegen Skaven. Hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Willkommen zu meinem Maltischgebabbel. Hier plaudere ich über mein Figurenhobby. Ich erzähle Fantasiegeschichten, baue und bemale Modellfiguren und Landschaften, setze sie in Szene und führe euch mit Erlebnissen und Berichten in meine Balduins fantastische Welt ein. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Nun zeige ich euch mal mein bisheriges Gelände. Während ich noch dabei bin, einige Geländestücke mit Sorgfalt, mit Grau und mit einigen Farbsequenzen noch zu versehen, seht ihr hier zumindest drei Abstufungen. Also ihr seht zum Beispiel einmal hier den Rohbau. Ganz liebe Grüße hier an den Regulus. Da seht ihr, da ist so ein Teil von irgendeinem Weg oder einer Straße. Da sind so Holzstangen reingebaut. Anscheinend wollte man sich da so ein bisschen verbarrikadieren. Und so sieht das Ganze halt dann aus, wenn man das Ganze mit schwarzer Abtönfarbe anständig gestrichen hat. Hier haben wir nochmal so einen Mineneingang, den seht ihr da vorne. Der ist dann sozusagen fertig. Ja, und hier haben wir dann diese schönen Säulen. Und das Ganze vermittelt dann den Eindruck, als wäre man irgendwie unterirdisch. Oder? Sieht ja schon mal toll aus. Und generell finde ich eine Schlacht, die man mal unterirdisch austrägt, also gerade, sage ich mal so, Zwergen, Skaven und Nachtgoblin-Spieler, ich glaube, die freuen sich dann auch mal über solches Gelände. Was ich mir noch überlegt habe, zum Beispiel so ein unterirdischer Fluss. Ja, so ein Worpsteinverseuchter Fluss oder wirklich mal so ein klares Rinnsal oder sowas. Kann ja auch sein, ne? Weil Wasser fließt ja bekanntlich von oben nach unten. Oder so ein Wasserfall irgendwie, der irgendwo reinsprudelt. Die Ideen und Möglichkeiten sind da mannigfaltig. So, ich werde heute auf jeden Fall weitermachen mit dem Bemalen der schönen Geländestücke hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir natürlich über zu dem schönen Spiel, was der Ratz und meine Wenigkeit, der Balduin, beim König auf dem Berg gemacht haben. Das war jetzt erstmal so ein schöner kleiner Einwurf. Natürlich das Ganze mit einem schönen Buckmannshumpen. Und ab zum nächsten Beitrag. Jetzt
Jetzt haben wir mal angefangen, das Gelände mal aufzubauen. Ich bin auf dem Weg nach Baranwa, um mich mit meiner Verwandtschaft zu treffen. Weil das große Konzil wurde eingerufen. Und dann nimmt man doch tatsächlich die Abkürzung durch die alten Höhlen. Natürlich. Das ist ein wahrer Zwerg, das marschiert unterirdisch, würde ich sagen. Ja, unter unterirdischen Pfade. So. Also, Gelände haben wir mal aufgestellt und jetzt bauen wir mal unsere Armeen auf und dann geht's gleich los. Denn die Aufstellung ist gemacht. Der alte Thron, die alte Thronhalle wird doch tatsächlich von Rickets Faulzahns Ratten geflutet. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist die Erkundungsstreitmacht von Ron. Der ist eigentlich gerade unterwegs zu einem Familientreffen, weil wichtige Ereignisse seinen Lauf nehmen und es stehen Entscheidungen an. Und es ist eher ein zufälliges Treffen und wir legen gleich los mit dem Spielchen. 600 Punkte und wir würfen gleich alles aus und dann geht's los. Los geht's. Das erste Spiel mit meinen Skaven gegen die Davi. Vom Ratz, dem 12. Na, heute bin ich Bronn Kadrisson. Bronn Kadrisson. Das wäre immer mitfühlen. Ja, ich kann heute nicht als Ratte auf dem Feld stehen. Das wäre nicht passend. Dann wäre es echt so besser drin für meine Zwerge. Und jetzt als Ratte, um das Zwergending zu provozieren. Ich habe natürlich nicht dran gedacht, meine mitzubringen. Eieiei. Döf. Da steht aber hinten, guck mal. Boah, die braucht zum Anstoßen ganz schön sorgen. Genau. Also da, also. Au. Da ist Warfsteingift drin. Ist das dein Zeug oder was mein? Das ist von mir, das ist die Armee des Teil. Ja. Ich guck, macht ihr schon Spionage? Das hat der Candy nicht nötig. So, dann würde ich sagen, würfen wir mal. Kein Zwerg nötig. Ja, ist er fertig. Boah, wie fies. Deutschland. Noch einmal. 6. Verdammt. Ja gut, dann laufen wir los. Weltherrschaft. So. Achtung, vor uns. Also. Eine Bewegung von... 5 habe ich, ja? Das bedeutet also 10 Zoll nach vorne. Ja. Vorwärts! Die können auch voll laufen, dann können sie aber nicht mehr schießen. Genau. Aber die dürfen sich nur bewegen oder schießen. Aber die laufen hier einfach mit. Die Seuchenmönche, beziehungsweise die Giftmönche, die laufen ganz schnell in diese Richtung, recht auf. Zerklopfen von den Zwergendingern. Und hier laufen die. War das jetzt 10 Zoll nicht? Ja. Sicher? Achso, nee, die sind beide gelaufen als 10, wenn die hier auch 10 gelaufen sind. Dann sind die 2 gelaufen. Entschuldigung, das war kein richtig. Oh, Erich, weißt du, erste Runde und direkt am Cheaten, weißt du? Ein Skaven, Skaven! Das ist selten, ein Skaven in den Acker. Dabei hat er die Beschussüberlegenheit, ja? So, vorbei. Der Mörder ist auch bewegen und schießen, ne? Genau. Okay. Den Leis von ja, die erste Runde musste ich meistens in Position bringen und dann geht's erst los. Nee, der Mörser darf ja bewegen oder schießen. Der Mörser? Ja. Nee. Ich bin halt sicher, dass er auch bewegen oder schießen kann. So, der Lamm. Flammenwerfer hat also die Rattling Gun, ja. Tatsache, ja. Bewegen und schießen. Bewegen und schießen? Okay, aber gut, ich bin der marschiert von daher. Richtig, wenn du jetzt nicht marschiert wärst, dann dürftest du noch schießen mit dem. Ich muss mich ja erstmal in Position bringen. So,
Also, Bewegung habe ich in dem Sinne abgeschlossen. Irgendwas an Magie habe ich jetzt nicht, weil ich bin ja eher so hoch. Das sind ja Zwergending-Dinge. Damit wäre ich fertig mit meiner ersten Runde. Ja. Tja. Der alte Graubart. Können wir doch mal um die erste Runde würfeln? Okay. Ja, gut. Meine Rettung wird sein, so schnell wie möglich in den Nahkampf zu gehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Ziel hat. Ja. Aaron, die sind immer klein, müssten das jetzt 14 Zoll sein. So, Zwerge bringen sich in Position. Und wenn sie schlau sind, nutzen sie die Säule als ihre Flankendeckung. Das war der Plan. Rekits Faulzahn ist eigentlich überrascht, dass man hier die Zwergendinge findet. Eigentlich sollte hier keiner sein, haben die Kundschafter gesagt. Die haben bestimmt gelogen. Ich hätte Referatrat. Du bist ausgetauscht. Referatrat. Mhm. Ich mag das mit diesen Endungen. So, dann die beiden bleiben stehen. Und schießen. Dann machen wir es mal ganz, ganz einfach. Mhm. Die nehmen die Mönche aufs Korn, die nehmen ihn aufs Korn. Mhm. Klar. Fangen wir mit den Mönchen an. 6, 8, 10. Perfekt. Also gut, die Musketen sitzen zuerst, eröffnen das Feuer auf die Seuchenmönche, beziehungsweise auf die Giftmönche. Hier lang Weichheit 5. Und Plänkler. Und Plänkler 6, genau. Genau. Drei Stück. Drei Stück treffen. Stärke von 4, Widerstand von 4. Oder haben die 3? Nee. 4. 4, okay. 4. Keiner. Durch die Kutten gelöchert. Ja! Dann werden die auf den Ortsmannwerker schießen. Der kriegt ja dann seinen Vierer Rettungswurf, ne? Ja. Die treffen aber auch die 5, weil er ist kein Zweck, ne? Genau. Oh. Das sind 4. 4 Stück haben getroffen. 3. Wieder schon 3, sind wieder 4. Wieder keiner. Meine Jungs sind eindeutig zu überrascht. Ja, und damit. Der Rattenplan funktioniert nicht! Damit endet meine erste Runde, würde ich sagen. Gut, erste Runde also vorbei. Jetzt wird's heiß. Jetzt wird's heiß, heiß. Heiß, heiß. Heiß, 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 heiß. Das geht mir zu glatt mit nach vorne. Ich warte nochmal. Du brauchst für den die kleine Schablone noch, ne? Ja. Und die Flammschablone für den anderen. So. Gut, gut. Also, Angriffe noch keinen, keinen. Ich warte, bis alles schön. Du bist extra die Grünen, so Bob, oder was? Ja, genau. Ja. Der große Plan muss funktionieren hier. So. Was kann ich machen? 5? Verdammt! Warpflammenwerfer! Also 17 mit 5. Schilde! 12! Mit der 12 könnte ich schaffen. Mit 12 könntest du schaffen, ja. Ich mach einfach mal. Ich mach's hier. Ich riskier's einfach. Eins. Die hier sagen Angriff auf die Musketenschützen an. Die will wahrscheinlich stehen und schießen, ne? Natürlich, auf jeden Fall machen die stehen und schießen. Ich versuch's, verrückt wie ich bin. Und das war's auch mit den Angriffen. Ich dachte mir schon, dass du nicht kommst. Na, überlegen, genau. Ja, ich bin ein Feigling, ein viel besserer Feigling wie du, du. Also, die machen stehen und schießen. Genau. Die hier. Laufen ihre volle 10 Zoll. Extra hier sind da vorne gewesen, ne? Achtung, die Flanke! So, Chille! So die haben wir nicht dabei! Verdammt! Ja, das ist keine Schilde. Mit dem Laserbett. Ich kann die nicht diskutieren, na geil. Das hast du kein Schilde. Punkte? So. Das ist meistens ein gutes Argument. Ich bin 6 Punkte geworden. Ja, so, gut. 2 Handwaffen.
Bewegungsphase. Jetzt halt hier noch das Stehen und Schießen, ne? Musst du jetzt machen? Ja. Okay. Du musst Ketenschützen merken, dass sie angegriffen werden. Ja. Ich brauche eine 12. Kann passieren, Tieren. Wieder auf die 6. Genau. Weil du darfst ja immer stehen und schießen. Genau, genau, ich darf immer stehen und schießen, aber ich krieg keinen Abzug für stehen und schießen. Genau. Aber du bist ja trotzdem noch Flanker. Ja. Einer nur. Einer. Mal. Aber komm, der haut jetzt durch. Den. Okay, 4. Nein! Vier. Nice. So, eine 12 brauche ich. Ich habe das Gefühl, die gehört aber... Doppel 1! Ich hab das Gefühl, die gehört der Ratte macht über dich. Ja! Und ein bisschen lachen tut sie auch über dich. Ja! Das Motto der Skaven, wachen und lachen. Also eine Doppel 1, ich gehe mal ein, zwei nach vorne. Ich versuch's dann gleich nochmal. Ja, wenn ich weiter so schieße, brauchst du ja keine Gedanken machen. Genau, ich bin da ganz entspannt. So, Bewegungsphase wäre also fertig. Ja. Magiephase habe ich keine. Ja. Schussphase, der Mörser schießt. Let's fetch. Ich sehe halt hier ihn da so an. So. Also was ich halt von da aus sehen kann. Ihn jetzt oder ihn? Ja, ihn wahrscheinlich. Ja, ja, die mehr ich. Genau, aber das wäre. Wir gehen an der Ecke, ne? Genau, mach mal deinen Wurf. Das wären, wenn du Hit würfelst, sind 8 Stück. Was natürlich nicht. Oh doch. Als 6 zu mir. Soll abweichen. Eine grüne Wolke auf dem Höhenboden. Noch daneben! So. Dann zieht's direkt den Hasen. So, Runde Nummer 2 von den Skaven. Skaven fertig. Will der nicht schießen? Ach doch, der Flammenwerfer kann. Genau, ja! Eigentlich schön. Ja. So. Wenn dann richtig. Genau. Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich mach's gut. Genau, du musst anlegen und dann würfelst du Artillerie für die Attacke. Okay. Also musst du die Richtung legen. Okay, dann mache ich da mal hier so da auf die da drauf. Ne? Also die Regel von dem Warpflammenwerfer ist halt wirklich so, die Schablone hinlegen und den Artilleriewürfel werfen, ne? Genau. So. Und das ist die Reichweite, wie du die Schablone jetzt nach vorne bewegst und dann. Okay. 4 Zoll. Nach vorne. Okay. Also von hier aus gemessen, ja, ne? Leg mal, genau, leg einfach neben ran. 4 Zoll. 4 Zoll. Und dann kommst du wieder runter. Okay, also passiert alles. Was jetzt unter der Schablone wäre, würde jetzt halt da abgehen. Okay. Also nicht gut, aber. Also gut für mich, aber. Okay. Schauen wir mal. Das war jetzt die Schussphase. Wie gesagt, ich lerne auch noch jetzt. Ja, alles gut. Und wohlgemerkt, es ist wirklich ein Kennenlernspiel. So, jetzt. So, okay, die Runde Nummer 2 der Zwerge. Ich habe 12 Zoll. Ich müsste noch 9 würfeln. Die Skaven werfen dir ganz böse Wörter entgegen. Stinken David an. Haha. Das Ding ist, also wenn ich es nicht probiere. Also, der Bronn hebt seine Axt. Er sagt einen Angriff an auf die. Die nehmen an. Mehr als nicht klappen kann es natürlich. Wir werden sie schaffen! Und da ist eine. 8 bis 3 ist 11. Ach komm, reicht. War ich sicher? Ja, komm, das, diesen Mini 1/4 Zoll. Also die Zwerge stürmen voran. Danke dir. Der Rickets Faulzahn ist ein bisschen überrascht, rascht. So war das nicht der Plan. Wir müssen gucken, dass wir uns mit den. Mhm. Genau. Das war nicht der Plan. Du bist jetzt der Boss. Dann, gut, Herausforderung, so kommt er erst später. Ich weiß, dass es ewig annehmen ist, aber. Ich bin doch nicht verrückt. Ich muss. Bronn hat erkannt, dass er zahlenmäßig unterlegen ist. Schlag den Kopf die Schlange ab. Nee, umgekehrt natürlich. Dem Kopf die Schlange abschlagen. Gut, also, der Rick jetzt ist überrascht von der Flinkheit der stummelbeinigen Zwergendinge-Dinge. Ja, der Angriff hat geklappt. Wir haben allen Mut in die Füße gelegt. Gut, restliche Bewegung.
Ach, mein Wurf, der Flammenwerfer, kann der stehen und schießen? Nee. Leider nicht. Ich habe ein bisschen das Imperium so nachgeäfft. Ja, haben sie auch, aber so viel haben sie sich dann doch mal nicht abgeguckt. Nicht als Unterstützungsfeuer kann er stehen und schießen machen. Das war die Frage. Ach, schade. Weil Heiko hat schon wieder so geguckt. Vielleicht so ein bisschen. Gut. Ja, gut. Ansonsten. Bewegung wahrscheinlich keine mehr. Nee, also Bewegung ansonsten keine. Wir werden das gleiche machen, was wir eben gemacht haben. Die versuchen nochmal ihr Glück bei den Jungs. Und die versuchen nochmal ihr Glück bei ihm, würde ich sagen. Oder legen die auch die Mönche aufs Korb. Aber. Das Problem. Also, es ist ja egal, auf welche Plänkler einer ich schieße. Es wird nirgendwo einer so wirklich fallen. Und den Warpflammenwerfer, den will ich eher weghaben als die Mönche. Ja, also, die schießen wieder auf den Flammenwerfer, er schießt auf die. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. Und diesmal ein paar Feuer. Wieder auf die 6. 2. Wie ruhig. Und wieder eine 1 und eine 2. Gibt's doch gar nicht. Die Armbrüste auf den Flammenwerfer. Kein Glück! Kein Glück. Und ich bin überrascht, das ist, weil schon so viel Warpstein auf der Höhe ist. Wahrscheinlich ist es der Nebel von dem. Von ja, der genau. Also der kommt jetzt darüber. Ja. Aber was ist meine Ausrede für die erste Runde schießen? Zu wenig Bier. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ich spiele mit den Skavenwürfeln gegen Skaven. Daran liegt es. Daran liegt es. So, also die Armus schützen auf den Warpflammenwerfer. Und die 5. Das sind 4 Stück immerhin. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Dann jetzt auf die 4. 3 Stück verwunden. 3 wow. Stück? Ja, damit ist er tot. Bitte? Wieso nur auf die 4? Schießt du auf den Mörser. Ah, Stärke 3 Widerstand. Nee, auf den mit der Armbrust. Flammenwerfer. Armbrustschützen haben Stärke 4. Auch Stärke 4? Die haben Stärke 4. Dafür haben sich das so zusprechend der Dings, der Musketen. Nee, ja, Stärke 3 und rüstungsbrechend? Nein, Stärke 4 ohne rüstungsbrechend. Okay, egal. Alles klar, ist ja egal, es sind trotzdem nur 3, es haben wir nicht mehr getroffen. Ja, aber der ist tot. Peng. Zerstört. Nee, du hast 3-mal Rettungswurf auf die 4 plus. Stimmt! Dankeschön! 3-mal Rettungswurf! Auf die 4 plus, glaube ich. Ist das 4? Guck mal danach, ich glaube 4, ne? 4er, ja. Zieh den Kopf ein! Oh, aber es hat den. 2, 2, 1. Ja, mein Tank so, endlich! Die gucken jetzt rüber zu den Musketenschützen. So geht das, so machen wir das! Also, man muss festhalten, 30 Schuss Musketen auf 5 solchen Schleuderer, 0 Verluste. Tja, mach dir mal Gedanken mit Musketen. Ja. Bei den Armbrüsten. Ja. Ich hab noch 3. Brüste. Das geht jetzt als Kerl in die Ambulation für die Armbrüste. Ja. Ja, okay. Dann Nahkampf. Ich würde eine Herausforderung aussprechen, ob du sie annimmst oder nicht. Ist natürlich immer dir überlassen. Nö, mach ich nicht. War mir klar. Rick ins Falltal. Das heißt. Ich stelle mich doch nicht so. Das ist auch nicht dein Champion oder so. Wer ist kein. Moment, warte. Kein Champion. Unter Kommando? Doch. Rattending. Der Clownführer Rattending heißt er. Der will jetzt auch schon. Wir schiffen. Ja, geh mal vor, Rattending. Rattending, schlag du dich mal mit denen da. Das ist gemein. Also widerwillig geht der Rattending nach vorne. Und Rickys Faulzahn geht natürlich nach hinten. Ja, ist klar. Schickst du den Rattending vorne? Du, ja, ich. Das Rattending! Ich schick dich mal nach vorne. Du Schuft. Im ganzen Regiment sind noch jede Menge andere Rattendinger. Das ist entbehrlich. Das ist der Vorteil bei den Ratten. Ne? Rattendinge gibt es genug. Rattendinge gibt es genug. So. Ja. Ja. Achso, du musst doch, glaube ich, noch würfeln mit deinem, was du hast. Ach ja, stimmt, danke. Dein Held noch. Meine Heerregel. Genau. Du hast Hassking. Du hast Hassking. Alles, was Skaven oder Orks ist, automatisch. Du brauchst nicht würfeln. Ja. Stimmt, okay. Genau. Stimmt. Achso, ja, letztes Mal haben wir ja gegen. Stimmt. Also, regelbuchtechnisch festgehalten: Zwerge hassen einfach alles, was mit Orks. Man möge festhalten, dass ich, glaube ich, seit einem Jahr kein Fantasy mehr gespielt habe. Gut. Zur Verteidigung. Richtig, ich spiele das. So. Also. Das letzte Mal zählt nicht. Da habe ich
da habe ich 3 Zoll mich bewegt und das war's. Und dann musste ich weg. Ja. Das ist 3 Zoll für einen Zwerg, das ist schon viel. So, also ich habe eine Indie von 3, ich habe eine Indie von 4. Also ich hau vorher zu. Ich habe wahrscheinlich 2 Hände, 2 Hände-Äxte, gell? Ich habe eine Indie von 3. Indie von 3 und 2 Hände-Äxte, die sie haben, oder? Ja, natürlich, die hauen eh zuletzt. Außer der Held, der hat ja keinen. Okay. Aber der hat eine Indie von 3, von daher ist gut. Dann hau ich mal zu mit 2 Attacken. Wer ist der Champion? Ja, der das Rattending haut zu. Ja, ja, warte. Also Herausforderung jetzt, ne? Ja, mach mal. Auf die 4. Achso, warte mal, bevor das passiert, Aufpralltreffer kommen immer zuallererst, ne? Ja. Ich habe nämlich eine Wuchtrune. Oh, eine Wuchtrune! Ah, na dann! Was macht die Wuchtrune? Die Wuchtrune macht mir Aufpralltreffer 1 und ich habe eine Schmetterrune, die macht mir plus Stärke 1. Das heißt, ich habe Stärke 4, weil ich Stärke 5, weil ich angegriffen habe, Stärke 6. Also auf die 2 ist einer tot. Mal gucken. Ja, das geht auf den Champion natürlich. Achso, auf den Champion? Ah, auf das Rattending wird niedergeweitscht. Wird wie Beschuss verteilt, weil das kommt noch vor Herausforderung. Ah, okay, das heißt, bei Beschuss verteilen ist auf die? Ganz normal, auf die 2 plus halt, weil der Widerstand von der Einheit. Okay, das heißt, Rattending wird nicht getroffen. Auch in der Herausforderung, also wenn die Herausforderung danach ausgesprochen wird quasi. Ja. Okay. Gut, dann kann ich den Champion ja gar nicht targeten, sondern es wird ein normaler oder er, weil er die Herausforderung ja noch nicht abgelehnt hat zu dem Zeitpunkt. Wenn sie wie Beschuss verteilt wird, geht es auf den normalen, nicht auf den Champion. Der Champion ist safe dabei. Okay, dann okay. Ja, Rattending ist sicher. Das heißt, dann geht es einfach nur auf die Einheit normal. Okay, ist ja wurscht. Also, dann Stärke 6 auf die 2. Jo. Ein Ratte ruht schon mal weg. Okay. Ein Ratte richtig. Das Gute ist halt, zählt halt zum Kampfergebnis. Genau. So, ja. Das Rattending schlägt zu. Der hat halt einen dicken Bauch, deswegen habe ich gedacht. Rattending schlägt zu, ja, trifft einmal. Trifft einmal. Stärke 3, Widerstand. In der Herausforderung. 4. Auf. Stunde. Widerstand 5. Widerstand 5, also auf die 6. Nein. Am dicken Bauch abgeprallt. Bang. Jetzt darf der. Darf der Bronn zuschlagen. Hat 3 Attacken. KG. Was hast du? KG 3. KG 3, ja. Also trifft auf die 3. Nur einmal. Einmal getroffen, zwei. Aber du hast ja Hass. Ja. Ist immer noch verwirrt. Zweimal. Bleib dabei, ist wirklich verwirrt. Zweimal. Zweimal. Stärke 6. Auf die 2. Einmal. ja, tot. Rattending ist draußen. Aber leider ohne Overkill. So, das sind die 2. Dann müssen jetzt deine Ratten mal rein. Genau, Ratten sind dran. Ich habe Speere. Das sind also 7, 14, 21. Richtig? Weil du hast ja angegriffen. 20 müssen es sein. Weil der Champion nimmt ja eine Position ein. Achso, ja, schon. Dann? Ja, 20. Dann hau mal zu. Aha. 2, 4, 6, 8, 12, 18 und 20. KG 3 gegen KG 4. Mhm. Auf die 4. Kling, 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 kling. So, das wären insgesamt. Wären das 2, 4, 6, 8 Treffer. Stärke 3, Widerstand von 4 auf die 5. Einer. Stärke 3. Stirb hier! Mal schwer Rüstung auf die 5. Stirb, sagen die. Nicht! Einer kippt ihn. Okay, jetzt kommt die Rückhand. das sind noch 9 Zwerge und der Champion, also 10 Attacken. KG 2, also 10. KG 4 gegen 3 sind. KG 4 gegen KG 3 sind 3. Wenn du den Hass. Ja. Das Hass alles oder nur Einsen? Alles. Alles nicht drauf, Mann. Ich bin so raus, ne? Ja. Das ist besser. Viel besser, ja. Das ist viel besser. So, mit einer Stärke von 5, ne? Sind die Krieger? Auf die 2. Stärke 6. Stärke 6. Aber jetzt bleibt trotzdem bei der 2. Ja. Ja, alle 4, 6, 8, 9 Stück.
Boah, 9 Stück. Das ist nicht gut, gut. Wie viel war das? 9 Stück. Deswegen 2 Hand extra. 1, 2, 3, 4. Ich bin so wie mein Freund von Hand. 6, 7, 8. Das ist jetzt aber nicht so gut, gut. Okay. So, ja, dann, na, Kampfergebnis. Ich glaube, ich habe gewonnen worden. Kommt auf den Plan an. Genau. Kommt aber an, wie der Plan war, ja. Okay, du hast angegriffen. Du hast mir insgesamt 2, 4, 6, 8, 11 Stück angegriffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Dann hast du eine Standarte, hast 3 Ränge. Und das war's, ne? Was hast du gemacht? Ich habe den einen rausgeschlagen, ich habe eine Standarte und 1, 2 Ränge. Doppel 1. Doppel 1. Doppel 1. Komm, das hast du gerade eben auch gut gemacht. Wirklich, jetzt faul, Tata! Beim Angriff an. Naja, das krieg ich jetzt hin. Doppel 1, 1. Ah! Ich kann jetzt. Ah! Ja, 1 schon. Ich höre jetzt was. Ich hab kurz, bevor ich den zweiten Würfel gesehen habe, ich kurz geschluckt. Das wär's jetzt echt gewesen, so, oder? Ja, das wär jetzt nicht so gut gewesen. Wer sich bei Zeiten Düne macht, macht, lebt doch in der nächsten Schlachtschlacht. Ah! Na klar. Na klar. Aber ich geb noch nicht auf, Ihr kämpft schön weiter, weiter. Ich hole Verstärkung. Wenn er dazu kommt, ja. Natürlich holt der Regis Verstärkung. Ganz sicher. Bei der großen. Ja. Plus 6. Plus 1. Plus 1. 13. Ja, wie 13. Ich, ja, gut, ich glaube, da komme ich nicht ran. Nein, 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 nein. Wer hat jetzt gewonnen? Ich guck mal, wie weit ich in der Erde hole. 8 Zoll immerhin. 8 Zoll minus 1? Wow. Okay, also, der Stadtanträger ist raus. Ich kann es jetzt auch wieder nach vorne stellen. Ja, genau. Bei der Flucht ist er der Erste. Genau, ich bin der Erste, ich bin der Erste! Aha! Ja, und schon der Anträger raus. Ja, das schon. So, 12, 12, 12. Wenn ich die beiden Ratten erwische, die gesagt haben, hier ist keiner von den Zwergen-Dingen-Dingen. Ich muss weiter. Die Kante muss man zuerst nicht. Ah. Und dann waren wir die 8, ne? Genau, bei der 8. Ich steh bleiben. So. Ja. Der Plan funktioniert jetzt. Bist du getappt in meine Falle? Es hat deutlich besser geklappt, als ich gehofft hatte. Aber die Problemkinder sind auch auf dem Feld. Genau. Die Kinder, die gerade einen Rat hatten. Ja, genau so. Okay. So, das war jetzt deine zweite Runde, ne? Das war meine zweite Runde. Jetzt kommt meine dritte Runde. Angriffe. Panik drumherum ist ja nur bei vernichteter Einheit. Hast du müssen nicht Panik vorstellen. Nee, gut. Ja, gut. Sammeln, oder? Oder Angriff ansagen. Erstmal, oder? Angriff ansagen, genau. Also, die versuchen es. Nochmal? Nochmal? Gut, ich werde nochmal stehen und schießen machen. Genau, nochmal. Wird eh nichts passieren, aber. Wie viel brauchst du? Aber mit einer 9. Könnte klappen, ne? Nee. Was wie weit ist das? Nee, halt, 9, 1 soll ich nach vorne. Ja, nee. Genau. 9 und 5, ne? Das ist, nee, reicht nicht. Nee, reicht nicht. Wenn klappt gewesen, hätte ich ihn ja auch geschenkt. Ja, alles gut. Also, ich bewege mal 5, nicht 5, ne? Der Höhere? Nein, der Höhere, ne? Der Höhere muss nach vorne. Ja. Ja. Warte, was hast du? Eine 9 und dann eine 5 auf der Höhe, oder? Ja, 13. 14. 14. Es waren 15,5. Ach so. Oh. Ja, okay, jetzt sag gerade, jetzt wären es 14 gewesen. Nee, wenn es ein bisschen über 14 gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, okay, aber. So, dann machen die Mathe stehen und schießen schneller.
4, 6, 8, 10. Wieder auf die 6. Einer. Einer trifft. Komm schon! Komm schon! Auf die 4, ne? Jungs, taste mich langsam an. Was ist da los? 40 Schuss, 0 Verluste. Hier Sammeltest, ne? Jetzt, oder? Ja. Ja. Genau. Dann auf die Moralwert von Häuptling, glaube ich, 5, ne? Ja. Mit Musiker 6. Ja. Bitte? Eine 3! Jawoll! Umdrehen! Weiterkämpfen! Der Plan funktioniert! Das sind die Bartdinge. Genau, die wütenden Bartdinge. So. Dann bewege ich die mal hier oben. Die sind als Plänkler. Die können die eigentlich. Oh, dann können die ja mal schmeißen. Werfen, werfen! Aha! Das ist jetzt deine dritte, ne? Meine dritte, genau. Die dritte Runde jetzt. Der Plan geht auf! Genau das hatte Rick jetzt faulen Zahn vor, die Bartdinge in einen Hinterhalt zu locken. Genau so aussieht. So macht man das. Badam-dam. Badam-badat. Badat-ding. Badding. So. Gut. Das wäre jetzt die Bewegungsphase von der dritten Runde. Mein Mörser bewegt sich nicht. Und kommen wir zur Schussphase. Ja, genau, ein paar Bilder machen. Das ist auch wichtig, dass man das Ganze ein bisschen festhält. So. Okay. Achtung, rechte Flanke! Da kommt was! Bei einem größeren Spiel hätten wir jetzt auch zwei Hexer, aber. So. 600 Punkte ist nicht so viel bei Zwergen. Nee, nicht so viel. Gut. Schussphase. Schussphase. Dann schuss der Mörser mal wo. Da auf die, ja. Geht das nicht? 24 Zoll, ne? Ich weiß nicht, was hat der? Mörser hat, warte. Ich glaube 24. Ja, sicher, dass er nur. Hat er nicht 30? Gift mit Mörser. Ja, guck mal. Ich gucke mal. Todesrat. Giften, oder? Giften, 24 Zoll. Ja, okay. Dann natürlich auf die vordere Einheit. Die da? Ja, die ist eigentlich reichen, oder? Nee, das hat nur für die anderen gereicht. Das sind 27 Zoll. Aber dann kann ich. Was wollen auch gar nicht messen, ne? Vorhin habe ich ja hier gestartet. Das hat gereicht, genau. Da kannst du schießen. Dann schieße ich mal dahin, genau. Mit viel Abweichung, bitte. Weil ich es kann. Also der Mörser schießt jetzt hier. Holst du hin? Auf jeden Fall den ich am ersten sehe hier, ne? So, da so. Okay. Dann, Komm, diesmal. Nachladen! So. Treffer! 10 Zoll in die Richtung. Da ist irgendwas, da haben sie vorhin schon hingeschossen. Und die so. Seid ihr verrückt? Nachladen! Falscher. Okay. So. Dann, die werfen jetzt. Also, das ist das erste Mal jetzt, dass ich diese. Straf mich lügen, komm. Gut, okay, also was. Straf mich lügen. Wie mache ich das jetzt? Einfach werfen. Wurf aber 8 Zoll. Wurf 8 Schuss, das heißt also 5 Schuss zu sagen, 5 Würfe. Lange Reichweite. Haben Wurfwaffen lange Reichweite? Ich habe es nirgendwo gefunden, dass es nicht haben. Ich dachte immer, die hätten keine lange Reichweite. Nee, es steht nur drin, alle Schusswaffen haben lange Reichweite. Okay, dann. Und bewegt haben sie sich auch? Ja. Die haben sich bewegt, ja? Sind sie schnell schussbereit oder so? Weiß nicht. Steht nicht dabei. Ich glaube nicht. Handwaffen, Schwerrüstung, Giftwindkugeln. Giftwindkugeln, Moment. Ja, guck mal. Lassen Sie sich Zeit. Genau. Weil schnell Schussbereit würde ja den Malus für Bewegen und Schießen ignorieren. Deswegen frage ich. Giftwindträger da. Es könnte sein, dass haben Wurfwaffen vielleicht. Giftwindkugeln. Diese Kugeln sind Wurfwaffen, wie im Warnregelbuch beschrieben. Sie besitzen eine Maximalreichweite von 8 Zoll. Es sind Worfsteinwaffen. Jede treffende Kugel
Verwundet ihr Ziel bei einer 4 plus auf MD6. Und es sind keine Rüstungswürfe erlaubt. Bei einem unmodifizierten Treffer von 1 hat der giftige Krieger die fragile Sphäre zerbrochen. Also Wurfwaffen, Reichweite 6 Zoll nur. Ja gut, aber die haben Reichweite. Aber die haben schnellschussbereit tatsächlich Wurfwaffen. Okay. Schnellschussbereit, gut. Also das heißt, das bewegt, ist schnellschussbereit, das gleicht sich aus, hast aber lange Reichweite, das heißt du triffst auf die 4 und auf die 5. Aber was ist meine Reichweite? 4 Zoll? Ja, bei 6 Zoll musst du über 3 sein, um lange Reichweite zu haben. Nein, aber die haben 8 Zoll. Die haben 8 Zoll. Ja. Steht extra dabei 8 Zoll? Ja. Ja. Das Wurfwaffe ja, nur mit 8 Zoll. Das ist halt hier länger, ne? Ja. Ja, das ist halt. Und weil sie Plänkler sind, dürfen sie sogar marschieren und schießen. Das ist auch cool. Komm mal. Ja, also. Ja, mach, komm. Ich hätte sie natürlich dann näher ran bewegen. Ja, genau. Weil, mach einfach. Passt. Alles gut. Also auf die 4 und 5. Gut. Ja, muss aber nicht sein. So, nee, also auf gut. Die 4, 5 und 6. Einer? Einer hat getroffen, aber keine 1. Hab es nicht fallen lassen. Knapp daneben. 4, 2, keine 1. Lass es nicht fallen. Genau, heiß. So. Da lang tut der schmeißen. So, und auf die 4 plus verbunden, ne? Ja. Jawohl, hätte ja. Sie. Genau, keine Rüstung. Keine Rüstung. Ja. Hast recht, Kenny, die sind wirklich. Ein Hefewindträger. Die sind schon nett. Also, die lohnen sich zum Beispiel, wenn du gegen sowas wie Bretonen spielst. Oder ja, ja. Ne? Muss keinen Verwundungswurf machen und. Du kannst keinen Rüstungswurf. Mit Wendlerei kannst du so schnell in die Flanken bewegen mit 10. Das ist schon nett, aber bei so kleinen Spielen. Ja. So, aber das ist heißt. Trotzdem, das ist ein guter Wunsch. Also, geschossen, geworfen. Bewegt. Gebremst, bewegt. Gut. Deine dritte Runde jetzt, ne? Jetzt meine dritte Runde, genau. Ja, genau. Dritte Runde. Ich habe da hab ich schon einen. Also, okay. 3-3. Okay. Ja. Gleich. Ja, also Bronn ist natürlich unbeirrt, denkt sich, oh, bevor die Falle hinter ihm zuschnappt, Flucht nach vorne, Angriff. Ja, ich nehme an. Dann ansonsten, kommt mal. Ja, ist die Frage. Und jetzt kommt das Rückspiel. Man sieht sich in der zweiten genau, gerade da kommen die Bartdinge wieder, die haben Rattending-Ding erschlagen. Die solche Menschen werden die hier hinten halt schön auffressen, ne? Aber ich bin Rattending-Ding. Du bist Rattending-Ding. Nein, ich bin Rattending-Ding. Lauter Rattending auf mich rum. Ah! Ich mutiere zum Skaven. Also angreifen oder nicht angreifen? Warte mal kurz. Ja, 30 Zoll, ne? War das. Ja, können alle schießen. Ja, könnt ihr den aussehen. Können alle schießen. Ja, ich habe nur geguckt, ob die. Ja, ja. Ob er sicher ist. Weil ich konnte die ja auch irgendwie anvisieren. Mein zwergisches Technikgedöns, weißt du? Achso, Laser. was ist so die Laserfunktion direkt bei der Ratte auf dem Putz? Weiß ich nicht, Jazz. Ja, weil das Ding ist halt, versuche ich mein Glück weiter an den solchen Menschen, wo nichts passiert, also versuche ich einfach den Mörser noch rauszunehmen, weil der hat nämlich jetzt keinen Rettungswurf mehr. Weil er zu weit weg ist vom Hauptregiment. Oh. Deswegen, also die schießen wieder da drauf, in der Hoffnung, dass den irgendwann mal jemand töten und die schießen dann auf den Mörser. So, 2, 4. Achso, ne, erstmal angewürfeln. Der Plan hat funktioniert, sie verschwenden Munition! Haha! Jo, sollte reichen. Erneut willkommen. Ich würde aus Prinzip nochmal Herausforderungen ansagen. Aber ja, ich kann mich jetzt nicht mehr verstecken, da ist jetzt niemand mehr. Aber ich kann kann er nicht trotzdem nach hinten, auch wenn kein Champion mehr da ist? Aber ja. Dann kann er halt nicht kämpfen. Dann kann er nicht kämpfen, ja, aber der Moralwert wird nach wie vor verwendet, wenn es darum geht. Genau. Das ist ja okay. Ah, dann kämpfe ich halt mal. Ja, dann! Komm zu Papa. So, dann machen wir erstmal wieder meinen Hauptballtreffer. Oh, wow. Ah! Nee, Moment, bevor wir in die Nahkampfphase gehen, machen wir den Beschuss. Na, Rekitschwabetan! Also, gut. Die schießen da drauf. 2, 4, 6. Ich heb den hier mal raus. 10. Ne, wir fangen mit den Armbrustschützen an. Vielleicht motiviert das die Musketenschützen. Gut, also. Also, 10 Schuss. Wir haben 4 lange Reichweite, 5. Ja. Komm schon.
Hass geht nicht beim Schießen, ne? Nee. Mal nicht übertreiben jetzt! Ja, das sind 4 Treffer. Stärke 4, wieder schon 3 auf die 3. 3 Stück. Mhm. Ja, tot. Und sie wieder. Und dreht sich rum. So macht man das! Genau, die dreht sich rum, so macht man das. Und wie? Jetzt die Armbrust, die Muskelschützen neben dran. Ist ja gut, ist ja gut. Feuer! Ich hab die 6. Oh, 5 6. Ui. Ui. Du solltest zuerst immer öffnen mit den Armbrust. Also, sobald irgendwas mit Brüsten zu tun hat, funktioniert das Feuer ja auch okay. Sag ich mal, wenn sie das, wenn sie immer verwundet hätten, dann wäre ja auch was passiert. Aber auf die 4. Komm schon. 2 Stück immerhin. Stärke 4, Widerstand 4. Ja. Ach, die haben Widerstand? Ja, die solche Menschen haben 4. Ja, stimmt, die haben ja. Die haben keine Rüstung, glaube ich. Nee, die haben keine Rüstung. Ich wollte nicht. Aber die haben Raserei, ne? Deswegen. Ja, das sind ja, das ist genau. Das ist die Psychologie leider. Deswegen hätten die Runden vorher auch schon getroffen, mit den 40 Schuss, die ins Leere gingen. Dann wären da jetzt nicht mehr so viel übrig, aber. Ja, also ich gönn's mir auch, dass die anderen. Ja, das sind zwei. Sind das die Schleuder, oder? Ja. Ja, das sind die Zeugenschleuder. Also, zwei Stück drauf. Also, was mit, du hast, wenn du mit denen in Kontakt bist, bist du drauf so? Ja, ja, alle, aber er selber auch. Ja, ja. Er muss, er würfelt, glaube ich, nur auf die 5 und nicht auf die 4. Oder auf die 6. Nee, wir gucken mal gleich dann, wenn es ist. Aber ja. Okay. Da gab's doch was. Genau. So, na, das hat sich doch schon wieder für dich gelohnt. Jetzt, also die Schussphase wäre jetzt fertig. Ne? Schussphase ist rum. Kommen wir zum Nahkampf. Herausforderung angesagt. Erstmal den Aufprallkörper. Mhm. Auf die 2. Das ist der Bronn ist der hier. Genau. Das ist der. Ja, ich wollte mal jetzt raushauen. Immer so schön gegen. Oh! Nee, dann mal. Das hat mich erschreckt. Okay, also. Er kämpft mit Pfeilchen. Ganz klar. Sind ja nur Ratten. Das sind viele Ratten. Das ist ja nichts, wie ist ja nicht, als wäre er jetzt so ein fieser Gobbo oder so. Das sind ja nur Ratten. Da kann man den Bein nochmal genüsslich einen Pfeil brauchen. Sämtliche Beleidigungen gegen die Schwester nützen nichts. Ja, das sind übrigens die Armbrustschützen, die ich getroffen habe. Ne? Musst du auch nochmal eine Aufnahme machen. Der zeigt mir, was los ist. Also, der Aufprallkörper auf die 2 Plus. Natürlich eine 1. Auf der Treffer haben keinen Hass, ne? Nein. Auch wenn der Trefferwurf wäre. Dann kannst du ja mal versuchen. Das ist ein Einzelschuss, oder? Ja, natürlich. Ja. Schade. Egal. Du musst halt noch ein bisschen mehr im Nahkampf treffen. Ja, ja. Oder auch. So. Ja, dann Rickets zuerst, ne? Genau, der hat nämlich eine Initiative, glaube ich, von 5 oder von 6 sogar. Ja, das ist auf jeden Fall schneller als ich. Ja, viel schneller, schneller. Ja. Oh, wie viele Attacken? 2, 3. Ja, ich muss halt gucken, weil. Ich meine, er hat, glaube ich, 3. Das ist ein Häuptling, ne? Ja, Häuptling hat Attacken 3, ja. Mhm. Indie 6. Ja, Indie 6, ja. Kampfgeschick habe ich 5. Ich habe einen KG von 6, glaube ich. Mhm. Kräftig auf 4, 5 und 6. 2, 3, 3, das. Nee. Mhm. Habe ich nicht sowas wie Hass? Nee, das zahle ich gleich. Rattenmut, ich bin mutig und hau dich ganz mutig nochmal. Okay, also ich habe nicht getroffen. Okay. Das gehört alles zum Plan, klar! Ja. Wie die Bartling in Sicherheit halt? Dann haut Bronn zurück mit 3 Attacken. Und was ist, wenn sie dich töten? Dann töten sie dich halt. KG 6 gegen 5 sind 3. Mhm. Eine. Darf wiederholen, danke. Okay. Hast du wieder vergessen? 2. 2 Stück. Stärke 6 wahrscheinlich. Ne? Stärke 6, genau. Boah, wegen angegriffen. Mhm. Widerstand? Widerstand 4. Oder trotzdem 2. Sind das 2 dann schon? Ja, stimmt. Ja. Okay, 2. Mhm. 2. Einer.
Sag mal, was sind so? 4, 5, 6 Rüstung minus 3. Mhm. Also ich habe schwere Rüstung, Schild, also ist die Rüstung praktisch weg. Also aber ich habe einen 6er Paradenwurf noch. Mit Schild. Dann Schild. Und. Ja. Ah. Die andere 6. Andersrum. So. Nächstes Mal. Okay, also ein Lebenspunkt gezogen. So, dann hier dürfen meine wahrscheinlich zuerst zu hauen. Genau. Also. Das sind dann wieder 20. Wieder 20, genau. 2, 4, Champion ist ja, nee, 6, 19, der Champion 8, ist ja tot. 10, 12, 14, 16, 18 und 19. So, Kampfgeschick von 3, Kampfgeschick 4 auf die 5. 4. Gut. Oh. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja. So, das sind insgesamt. Das ist jetzt so, 2, 4, 6, 8, 9 Treffer. Stärke von 3, wieder schon von 4 auf die 5. Wieder nur einer. Gut getroffen, schlecht abgeräumt. Dann Rüstung auf die 5. Wieder einer. Stirbst hier! Gut, jetzt kommt die Rückhand. Das bei mir. Mit Champion 10 Stück. Auf die 3. Mhm. Kacke! Oh. 4. Hast du den? Ja. 8 Stück treffen. Jetzt Stärke 6. Mach die 2 wieder. 7 Stück. 7 Stück. Tick, tick, tick. Ah, die Speere, ne? Kein Parade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Na, das wäre alles zu planen. Widerwärtiges Baden der Planen. Da bin ich im Fienfien, oder? Haha, Schlangenauge, rette mich. Ja, warte mal. Ich muss hinterher laufen oder nicht? Erstmal muss ich gucken, ob ich stehen bleibe. Schlangenauge, rettet mich! Achso, ja, genau. Entschuldigung. Ja. Komm, jetzt Doppel 1. Na, aber Doppel 2. Immerhin. Das ist ein doppeltes Schlangenauge. Genau. Ich ja, komm doch auf die Schlangen auf. Du läufst ja plus an. Wie weit ist denn das noch? Die sind wahrscheinlich raus. Ja, deswegen. Denke ich mal. Das sind nicht ganz 10 Zoll. Also, das heißt, ich laufe. Genau, 2W6 plus 1 würfelst du. Also 11. Also 12 Zoll sind. Die sind also raus, Rickets Schaulzahn. Ich weiß, aber wenn er halt würfelt, während ich noch denke. Also, aber ich wäre eh stehen geblieben. Ich habe gerade gemessen, das war so nah dran. Dann versuchen wir zu unterdrücken. Genau. Zwei wollen stehen bleiben. Die unterdrücken, bleiben stehen. Dann kann ich mich neu formieren, ne? Ja. Servus. Mein Gott. So. Und jetzt hole ich Verstärkung. Der Rickets, genau, der geht jetzt mal in den Tunnel und sagt, Jungs, wartet mal. Genau. Wir müssen noch was ausdiskutieren, bevor wir da weitergehen. Wartet mal kurz. Ich erstatte Bericht recht und ihr macht die Zwergendinge fertig. Fertig. So. Ja, ja. Der Kopf ist noch nicht. Definitiv noch nicht. Ich hab die beiden. Aber ich würde sie gerne mal sehen. Ich habe sie selber noch nie gespielt, deswegen mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie jetzt. Die haben aber auf jeden Fall das Potenzial, die beiden wegzuführen. Wohlgemerkt, ich habe es noch selber noch nicht erlebt. Also jetzt die vierte Runde, ne? Von. Das war meine vierte, jetzt kommt deine vierte. Jetzt kommt deine fünfte schon. Meine fünfte? Nee. Nee, jetzt kommt deine vierte, genau. Meine vierte, genau. Meine dritte, jetzt kommt deine vierte. So. So, dann würde ich sagen. Tja, Rostmörder, klar. Ich glaube nicht, Rostmörder. Rostmörder, Giftclan, bitte. Rostmörder, Giftclan, ja, Entschuldigung. Angriff da! Angriff da! Stehen und schießen, die können nicht.
6, 8, 10. Also die. Dann so Firma. Die Giftschleuderer. Ist der Mörser noch da? Nein, den hat er wie geschossen. 11. Genau, hier brauchst du eine 11 und hier brauchst du. Also erstmal hier. 5 und 5 sind 10. Das ist ein ganzer Zoll, das reicht nicht. 3. Ich komm hier mal näher! Okay, aber stehen und schießen. Die sind ein bisschen schüchtern, die solchen Mönche. Ja, die haben die Aufgabe noch nicht gestellt. Die sind ein bisschen verwirrt. Die sind verwirrt, weil... Wir rennen nach vorne, nur der Chef ist abgehauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Riecht nach Verrat. Okay, also wieder auf die Sechsen. Mhm. Einer. Drei, zwei sind es. Zwei Stück. Auf die Vier. Einer immerhin. Mhm. Pfiou. Okay. Genau. Und hier? Hast du hier gewürfelt schon? Noch nicht. Brauchst du auch eine 11? Auch. Come on! Eine 3? Ach. Aber 2 Zoll nach vorne kannst du mal schieben. Genau. Soll ich sie so ein bisschen mal ausrichten? Ja, genau. Ich drüber. Sehr zögerliche Giftmönche. Okay. So, dann meine restliche Bewegung. Keine weitere Bewegung. Die werfen wieder mit ihren Kugeln. Wir gehen die Schussphase über. Die schmeißen auf die da. Beziehungsweise, warte mal. Ich könnte einfach mal näher ran. Habe ich eine kurze Reichweite. Ich weiß, ich bin wahnsinnig. Aber ich finde es toll. So. Das sind Sklaven. Wenn du mit denen Flucht ansagst, dann sammeln die sich. Dann sind die weg. Dann sind die fort. Ja, ja. So. Die Giftkrieger positionieren sich jetzt, wie gesagt, direkt vor dem Zwergenregiment. Und, die haben noch ein bisschen Schwung aus der letzten Runde, haben nicht gemerkt, was da passiert ist. Und jetzt so, Die sind ja gar ganz nah dran. Los, schmeißen. Giftkugeln, da schmeckt das da wie Ding Ding. So. Dann nehme ich mal 5 Schuss, 5 Würfe. Und. Da ist eine 1! Oh nein! Ja, eine 1 und 3 Treffer. Mhm. Dann mache ich erstmal die 1. Ich habe noch 5er Rüstung dagegen. Meine eigene Ausrüstung schützt mich davor. Schon. Nee. Er hat aber, glaube ich, Schutz mit dem. Er hat so Atemgeräte, glaube ich, mit der. Ja, diese Atemgeräte, Moment. Er glaube ich, ist ein Rettungswurf oder irgendwas hat er. Ein 5er Rüstungswurf habe ich, glaube ich. Nee, Rettungswurf wahrscheinlich. Ich gucke nochmal. Gift den Kugeln. Würfel eine 1. Muss er einen Verwundungswurf gegen sich selbst ablegen. Aufgrund ihrer Schutzausrüstung werden Giftwindkriegern durch Giftwindkugeln nur bei einem Wurf von 5 plus verwundet. Okay. Also ich muss mich erst dann selber noch verwunden. Also getroffen bin ich, aber ich habe 2 gewürfelt. Ne? Ja, habe ich nicht verwundet. Nur auf die 5 verwundest du dich. Okay. Nee, er verwundet sich, er muss sich verwunden und dann hat er einen Schutzwurf auf die 5. Okay. Aber oder? Gib mal. Nein, da stand es auch drin. Normalerweise wundest du mit der Giftwindkugel auf die 4 plus. Er wundet auf die 5 plus, weil er diesen Anzug trägt. Ich hab die Schutzausrüstung, Rüstung. Ja, genau. Also es ist nur, genau. Nur bei einer 5 plus wäre es jetzt. Okay, genau, ist richtig. Also, dann haben wir auf jeden Fall 3 Würfe jetzt für die Verwundung von den Zwergen. Genau, auf die 4 plus. Auf die 4 plus. Stirb, Zwergending-Ding. Ah, einer! Ja. Stück. Mühsam ernährt sich das eigentlich. Vierte Runde. Gut, das war meine 4. Runde. Runde Nummer 4 für die Davi. Ja gut, ich sage natürlich einen Angriff wieder an. Ich mache eben Werfen und Fratzen zeigen. Stehen und schießen. Genau. Mach mal. Ich mache mal den obligatorischen Wurf und komm mal.
Ja. Oh, gut! Oh. Vier Stück. Vier Stück treffen. Auf die vier. Komm, und noch jetzt nochmal so ein guter Wurf. Andere Würfel nehmen. Komm schon! Ja! Oh! Drei Einsen! Erstmal bei den Würfeln. Warte, Moment. Ja. Ja. Ich sag ja, wer ist bei den Würfeln geblieben? Kein einziger verwundet. Aber drei Einsen, eine Drei. Ja, also. Warte mal, jetzt mal. Normalerweise tauscht man doch auch immer nur Würfel aus, die nicht funktioniert haben. Die funktioniert haben, würfelt man doch weiter. Ich bin Skaraskar! Das heißt, du interpretierst das andersrum. Zwang den Ding hoher. Okay. Ich meine, okay. So, also, die Zwerge stürmen nach vorne und kommen wir jetzt unmittelbar mit den Giftwindkriegern in Kontakt. Gut, dann machen wir weiter Bewegung. Die bewegen sich jetzt. Mhm. Bewegen sich nach vorne. Mhm. Stehe ich so, dann siehst du mich wahrscheinlich immer noch. Da bringt nichts. Du könntest dich umpositionieren. Genau. Dann machen wir das einfach so. Versuchen wir da unser Glück. Die schießen auf die. Die schießen die aber nicht, weil sie sich bewegt haben. Die haben sich schon gelohnt, dass du die ganze Zeit auf die geschossen hast. Ja. Wirklich. Ich hatte jetzt Kugeln, Schwarzpulver, Zeit, Mühe. Dreimal stehen und schießen habe ich schon drauf gemacht. Ja. Wir sind jetzt in meiner vierten Runde. Das heißt, das waren schon 60 Schuss. 60 Schuss, muss man sich überlegen. 60 Schuss für drei von den Jungs. Und jetzt kommen nochmal 10. 2. 6. Auf die Sechsen. Und wieder 2 Stück. Es könnte reichen, in der Theorie. Das ist vielleicht schon eine halbe Reichweite. Ah, danke Moritz. 6 sollten wir halt. 12. Ja, bin ich, danke. Reichweite, ja. 5. Dann sind es noch 3 mehr. Noch 3 mehr? Oh, das, diesmal könnte es reichen. Zum Glück habe ich die Würfel nicht weggerollt, ey. Ich habe sie nur zusammengeschoben. Ja. Okay, 5 Stück auf die 4. Danke Moritz. Ja, war wichtig, klar. 3 Stück. Einheit jetzt so? Ja. Ja. Und die so, ja, wird auch mal Zeit. Genau. Boah, wir haben wirklich. Guck mal, ich denke so, echt jetzt. Also, es hat 70 Schuss gebraucht für 5 von ihnen. Das ist falsch. Und das musst du immer rein. Ich hab mein Ziel erreicht. Ja, Pulver und Kugeln verbraucht. 70 Schuss muss gehen. Aber ich sag mal so, jeder, der verwundet hat, hat naja einen rausgenommen. Jetzt können wir uns mal überlegen. Ich hab 70 Schuss gebraucht für 5 Verwundungen. Das ist ja eigentlich das Ding. So, okay. Gut, Nahkampf. Jetzt freuen die sich erstmal ein Loch, ja? Ja. Und die wissen, dass sie nicht mehr genug Zeit haben zum Schießen. Mhm. Also für stehen und Schießen reicht es vielleicht noch, aber er macht hier schon mal den obligatorischen. Oh, den mittleren Finger. Oh, böser. Der hackt dir gleich ab. Genau. Okay, Nahkampf. Also die Giftwindkrieger gucken etwas betreten, als die Zwerge ranstürmen. Und die packen dann ganz freundlich so ihre Kugeln aus und sagen, willst du Freunde? Und die Zwerge sagen, und schmettern durch. Du hast eine höhere Energie, du darfst zuerst. Ja, ja, ich habe 5 Attacken. Wie weit schaffst du das? Genau, KG von 3 meine ja, ich. Ja, KG 3. KG von 3, ich treffe also auf die 4. Jo. 2 Stück. 2 Stück. Und auf die 5. Einer. 5er Rüstung, der obligatorische. Und wieder die obligatorische 4. Die Zwergenkrieger zuerst treffen auf die 3. Hass, 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 Hass. Treffer, Stärke 6 auf die 2. Nein, 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 das sind 6 Stück. Damit hast du es komplett zerlegt. Und Bronn so. Keiner mehr da? Chef, da ist keiner mehr. Noch den. Ich möchte mal rennen, bitte. Ich möchte mal rennen. Ja, 2d6. Ja, kann ich ja, ne? Ja, du hast angegriffen. 10. Schnelle Zwerg. Schnelle Zwerge. Schnelle Zwerge. Wie war das schnell für einen Zwerg? Da war der Ricketts. Das Slayer-Motto. Der Ricketts war sehr überrascht, dass dieser lange Angriff funktioniert hat. Die sind schnell. Das läuft leider zu gut.
Also deutlich besser, als ich es gedacht habe. Ich glaube, für die wird es jetzt nicht so gut ausgehen. Die nehmen jetzt Rache für die zwei Waffenteams, glaube ich, gleich. Ja, genau. Also wir sind jetzt in der fünften Runde. Heieiei, hätte ich aber wirklich nicht gedacht. Runde der Skaven. So, also wir haben jetzt die Position der letzten Seuchenmönche. Und die sagen natürlich den Angriff an. Was soll ich denn sonst noch machen? Ja, Runde 5. Die da. Mit einer 8, jawohl. Stimmt, schießen werden wir natürlich trotzdem noch. Na klar. 10. Da bin ich jetzt mal gespannt auf diese. Die machen jetzt auch auf diese 6. Genau. Einer immerhin. Diese. Wieso auf die 6? Lange Reichweite. Aber ja, lange Reichweite. Nö. Nee, ist ja kein Lange. 15, also auf die 4. Mhm. Das ist einer. Ich hab jetzt auf die 5 und wegen Plankler. 5. Ja, ist jetzt wohl. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel von mir ich gewürfelt habe. Ist egal jetzt. Einer raus. Mhm. Nimm mal einen weg. Was willst du haben? Einen. Den, der am nächsten dran ist. Den, der am nächsten dran ist. So, okay. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Acht Attacken. So, das diese, Giftattacke, die kommt, glaube ich, ganz am Anfang, ja? Kommt ganz am noch, sogar noch vor Aufprallreffern kommt die. Ja, ja, weil du bist mit dem im Base-Kontakt. Ja. Ja. Oh, ich mach mal auf und hoch, okay. So, da reicht schon der Base-Kontakt. Da oben. Fleisch und Katapulten. Nein, Fleisch und Katapulten. Ah, Schleuder. Ja. Also, zu Beginn jeder Nahkampfrunde, an der mindestens eine Einheit der Seuchenschleudern trägt, beteiligt ist, muss jedes Modell, Freund oder Feind, in Base-Kontakt mit einem oder mehreren Seuchenschleuderern, Seuchenkantoren oder Seuchenpriestern, die mit einer Seuchenschleuder ausgerüstet sind, einen Widerstandstest bestehen. Oder es erleidet eine einzelne Verwundung, gegen die kein Rüstungswurf erlaubt ist. Bedeutet, dass ein Modell nur einen einzelnen solchen Test in jeder Nahkampfrunde bestehen muss. Unabhängig davon, mit wie vielen Modellen mit solchen Schleuderern es sich in Kontakt befindet. Bedenke, dass alle hierdurch erzielten Verluste zum Nahkampfergebnis hinzugezählt werden. Diese durch den Nebel verursachten Verwundungen werden noch vor Aufprallreffern, vor dem Aussprechen von Herausforderungen und vor sich enttarnten Assassinen verursacht. Krass. Alle Modelle des solchen Clans. Da sind Seuchenmönche, Seuchenpriester und Seuchenschleuderer, das Seuchenmentakel Scroll und das Seuchenklauenkatapult erleiden dabei nur bei einem Wurfergebnis von 6 eine Verwundung. Okay. Gut, das heißt 5 gegen mich, 5 Widerstandstests bei mir. Genau. Und 3 bei, 4 bei dir. 4 bei mir. Und Widerstandstests, also Eigenschaftstests immer drunter oder gleich, ne? Drunter oder gleich. Okay. Und jetzt 5, 6. Nee, 2 haben es nicht geschafft, 1 haben es geschafft. Bei mir 4, das heißt, ich brauche nur 6 jetzt, gell? Du brauchst nur 6 mehr. Aber keine 6. Genau. Also, du brauchst. Bei mir passiert nichts. Unter einer 6. Gut, also. Dein Sofa hat einfach meinen Würfel gefressen, da ist er. Okay, 3 tot. Ja? Das ist noch vor. Der reckt noch die Faust in den Himmel immer zu. So, das ist noch vor. Genau, jetzt kommt's lang. So, was ich höre, Inni, also hau rein. Genau. Ich glaube, die haben 3 Attacken. Die haben im zwei Profil, Seuchenschleuder haben Attacken 2, sind in Raserei, also haben sie 3 Attacken. Haben Kampfgeschick von 3. Ich habe einen KD von 4, das trifft auf die 4. Mhm. Aber die Schleudern, haben die irgendwie einen Stärkebonus noch oder sowas? Die haben Seuchenschleudern, ja, warte mal, ich glaube. Das sind die 10 als Pflege, weil die ersten Runde plus 2. Die klopfen doch mit Stärke 5 zu. Ja! Aber das ist typisch zwergisch. Anstatt sich in Sicherheit zu bringen, haben sie nochmal den letzten Schuss genommen, um ihre Brüder zu schützen. Ich hoffe, die Musketenschützen revanchieren sich irgendwann. Eine Seuchenschleuder ist eine Warpsteinwaffe und zählt als Flegel. Flegel ist plus 2 in der ersten Nahkampfrunde. Ja. Gut. Ich meine plus 2, ne? Beim Flegel. Ja.
Genau, also zwei. Also erstmal vier, genau. Acht Stück. KG 3. Nee, 12. Das ist 3 Attacken. KG, du hast 2 Attacken und Profil und Raserei. Ah, 4, genau. 12 Stück und so. 12 Stück. Genau. So, auf die 4. Auf die 4. So, sind 2, 4, 5 Treffer. Stärke von 5, Widerstand 4, 3. Stärke 3, genau. Auf die 3. 1, 2. Nur 2 Stück. Okay, 2 Werfer schon mal weg. Ja! Äxte! So, ja, wenn es ein größeres Spiel wäre, hätte ich jetzt auch 2 Hände, aber leider habe ich keinen. Das heißt, ich treffe dich auf die 3 in KG 3, KG 4 auf die gegen KG 3. Das sind 3. Ich habe noch Haus. Gibt mir aber nichts. 3 Treffer. Stärke 3, Widerstand 4. Hier auf die 5. 2 Stück immerhin. Ja. 2 raus. Gut. Kampfergebnis? Kampfergebnis. So, du hast mir 5 gemacht, du hast angegriffen. Genau. Ich habe dir 2 gemacht und bin schön, hab einen langen Bart, hab 2 Kriegsmaschinen, unentschieden. Hast du Musiker? Nein. Nee, tatsächlich nicht. Also, du hast 5 angegriffen, ich habe 2 gemacht, also verliere ich um 4. Was haben die? 9. 9er, das heißt auf die 5. Natürlich versuchen sie zu überrennen, klar. Natürlich bleibe ich stehen, da gibt es gar nichts zu überrennen. Du hast drei, du musst. Ja, ich muss. Ich würfel jetzt eiskalt eine Doppel-1. Nö. Klar? Eine 9. 9. Das heißt, du rennst hinterher? Ja. Mach mal. Ich renne 4 Zoll, minus 1, 3. Ja. Ich renne 9 Zoll hinterher. 9 Zoll. Und ich krieg meine Bewegung dazu, gell? Nein. Nein. Nee, aber du bleibst ja vor dem Gelände stehen. Genau. Auf der Flucht leider erschlagen. Oh, Hopfsteinstein! Meine beide besten Schützen im Spiel. Ja. Ich habe eine 4 gewürfelt und er eine 9. Also. Okay. Er, die wollte er haben. Er wollte haben, ja. Das war die Rasse, ne? Für die Kriegsmaschine. Ja, ja. Sag ja. Die haben sich geopfert, den letzten Schuss nochmal reingedrückt. Jetzt sind nur noch 2 übrig, vielleicht schaffen es die Musketenschützen ja jetzt. So. Das war meine 5. Runde, jetzt die 5. Runde der Zwerge. Ja, die 5. Runde der Zwerge ist... Die werden nicht weg. Komm, der Bronn greift aus dem Regiment heraus an, oder? Das ist zu weit, das schafft er nicht, der Bronn steht. Da ist noch ein Zoll weiter. Ja, komm, kannst du mal die Ecke. Versuch's mal aus der Ecke. Nee, ich gehe doch nicht mit Bronn alleine in den Nahkampf mit dem Bronn. Wer aber heldenhaft? Wer aber heldenhaft? Vergiss es. Vergiss es. Never ever. Ich laufe jetzt mal schön nach vorne einfach. Vorwärts, Davi! Ich bin Zwerg, ich bin kein Skarp. Ich verschenke nicht den Sieg auf den letzten Meter. Die drehen sich um und harren der Dinge, die da kommen. Und versuchen ihre Jungs, ihre Freunde zu rächen, die gerade da hinterrücks niedergemeuchelt wurden von giftigen Dämpfen. So ein niederträchtiges. Riecht's gut, Bruder! Sie machen nur die Skaven, ja. Kein vernünftiger Krieger würde sich für sowas zu sowas herablassen. Okay. Ja, ja, die haben sich umgedreht, die sind ein bisschen rangelaufen und dann schauen wir mal. Ja. Können die angreifen? Ja, ich sehe sie ja irgendwie. Ja. Das muss ja auf dem Rum basieren. Ja, ja. Das sind der gut, sind ja, ich sag einen Angriff an. Ich sag mal so, warte mal. Ja, ich lauf drum rum. Halt. Ja, das sind. Ja, 9 Zoll kostet. Plänkler können ja außen rumlaufen. Genau, 9 wollte ich. Hast du. 7, jawoll. Hast du. Stehen und schießen. Stehen und schießen erst. Ja, ja, ja. Die kommen schon mal hier angestürmt. Stehen und schießen. Ja. Hast du die Musketen alle erreicht? 6. Noch nicht. 8, 10. Mal gucken. Treffen jetzt auf die 5. Halte Reichweite. So. Das sind. 1, 2, 3, 4 Stück immerhin. Stärke 4 wieder, Schrank 4 wieder auf die 4. Mhm. Komm schon, komm schon, komm schon!
Okay. Was man jetzt nicht sehen kann, sind die Grimassen, die der Kellner einer sieht. Einer kommt an. Ein Wahnsinniger. Ein Wahnsinniger. Ja. Dann mach mal deine drei Giftattacken. Also drei Widerstandstests muss ich machen. Du ja nicht, weil du ja nicht mehr in Kontakt mit einem anderen bist. Komm, jetzt auf den Deal. Also drei Widerstandstests. Einer geschafft, zwei tot. Plop, plop. So, dann darfst du wieder deine drei Attacken machen. Du brauchst keinen machen. Ach so. Du bist ja nur noch mit dir selber. Du bist nur, wenn du mit einem anderen in Kontakt bist, der das auch hat. Also jetzt drei Attacken. Drei Attacken. Auf die vier. Okay. Zwei Stück. Und Stärke 5 auf 3. Einer. So, jetzt hauen 3 zurück. Wir sind ja leider nicht in Kontakt. 4. 5. Ja gut, nee, jetzt stimmt, bei den anderen waren die ja schon tot, da gab es ja keine Unterstützungsattacken. Also 3 und 5. Also der Seuchenmönch macht jetzt nochmal ordentlich Schaden. Greift auf die 3. Krass. Mhm. 4 Stück treffen, Stärke 3, auf die, Widerstand 4 auf die 5. 2 Stück. Dann ist los. Huzza! Aber es ist, der Plan ist gelungen. Du bist auf meine Falle reingefallen, weil du hast jetzt jede Menge Munition verbraucht. Ich habe ein paar Davi töten können. Und jetzt kommt das richtige Zeug aus. Jetzt kommt das richtige Zeug. Genau. Also, wäre auf jeden Fall 100% Scavish. Ja. Also, schönes Spiel. Schönes Spiel, mein Lieber. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, deine Waffenteams machen mich platt. Habe ich ganz ehrlich gedacht. Aber das Glück ist mit den Dummen. Ja, was soll das heißen? Ich hatte Glück, Erik. Das war das gegen mich, nicht gegen dich. Ne? Ich bin hier der Dümmste. ja, also da hatte ich wirklich Glück, dass dann sowohl der Flammenwerfer als auch der Mörser nichts gerissen hat. Ansonsten wäre das Spiel auf jeden Fall anders ausgegangen. Wie gesagt, das ist das erste Spiel, Test halt, ne? Du kennst dich halt mit beiden aus, mit Zwergen und mit Skaven. Ja, aber das ist so, also du hast ja alles richtig gemacht. Ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte jetzt nichts anders gemacht. Das ist halt manchmal bei den Skaven einfach das Würfelglück. Wenn der Wurfflammenwerfer ein bisschen weiter geschossen hätte oder der Mörser bei den zweimal einen Hit gewürfelt hätte. Wenn ich eine 8 geworfen hätte, wäre er voll reingegangen. Genau, dann wäre es das gewesen. Hättest du weniger Clankrieger gehabt. Wäre wahrscheinlich hier anders gelaufen. Also, es hätte keinen Nahkampf gegeben. Ja. Ja, ist so. Da wär's dann, ja. Wenn die beide einmal getroffen hätten, wäre das Regiment weg gewesen. Also die Zwergengötter waren dir hold. Die waren mir sehr hold heute. Obwohl du mit Skavenwürfeln gewürfelt hast. Obwohl ich mit Skavenwürfeln gewürfelt habe. Ich hoffe, ja. Du könntest mir nachsehen. Ja. So, bei mir bei den Skaven kann ich sagen, also ja, die Giftenkrieger haben mich angenehm überrascht. Die Giftis, ja. Die waren, fand ich eigentlich, die waren ganz nett, ja. Aber ich fand sie halt von ihrem, ja, die sind halt rumgelummelt und ich werf mal, ich hätte mit denen ja auch sogar in den Nahkampf werfen können. Während mein Hauptregiment da im Nahkampf wäre. Nein. Nee, doch. Nur bei Sklaven. Nur bei Sklaven? Früher, aber in der 7. Edition ging das noch, in der 8. nicht mehr. Da geht es nur noch bei Sklaven. Siehst du, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das ging. Na gut. Sklaven sind noch entbehrlich. Dann würde ich sagen, bauen wir die Armee nochmal schön gegenüber auf, machen ein paar schöne Bilder. Ne? Also, cooles Spiel. Das allererste, ja, es wurde somit dokumentiert. Und ja, die Skaven haben gewonnen, ist klar. Ne? Moralisch auf jeden Fall natürlich. Ja. Das war ein feines Spielchen. Also, ich konnte mir eigentlich schlecht vorstellen, mit jemand anderem so ein schönes Spielchen zu machen, weil gerade Skaven und Zwerge ist ja, glaube ich, ein sehr klassisches Duell. Und ich finde, dass der Candy bzw. dass der Ratz eine ganze Menge Glück gehabt hat. Also da glaube ich, da werden mir einige von euch beipflichten. Er hat einfach in den richtigen Momenten mehr Glück gehabt mit dem Würfel wie ich. Und allein, dass ja, seine Schützen 70 Schuss gebraucht haben, um auf diese, ja, diese wenigen Giftschleuderer zu schießen, das war schon
Eigentlich hat das für sich gesprochen. Eigentlich hätten meine Skaven gewinnen müssen. Eigentlich hätte ich fast gewonnen. Also, ihr merkt schon, manchmal ist die Taktik gut. Die Truppe ist gut. Aber die Würfel sagen nein. So, und jetzt würde ich noch mal ganz kurz die Armee so ein bisschen präsentieren. Also beide Armeen. Also ein paar schöne Bilder habe ich noch eingefangen. Und am Schluss dieser Sendung würde ich noch mal ganz kurz auf die Bretonen eingehen. Wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe. Also hier erstmal ein paar richtig schöne Bilder zum Genießen. Einen schönen großen Bildschirm und wir sehen uns gleich wieder. Groll gegen, wie heißt dein Clan? Rostmörder Giftclan. Der Rostmörder Giftclan. Ja, also, jetzt haben wir das mal ein bisschen aufgestellt hier, so zum Gucken. Und sieht doch schon mal ganz ansehnlich aus, oder? So vom Thema her. Guck mal, Moritz, so sieht das aus, wenn zwei bemalte Armeen auf Tisch stehen. Selbstbemalte. Nicht nachträgen! Nein, ich habe eine Speerschleuder und ich habe die Armbrustschützen. Selbst gemeint. Ja. Ja, dann malst du noch 400 Punkte, hast eine Armee. So ein Spaß. So. Alles warte. Gut. Warte. Die Hände sind noch kalt, ich komme gerade mal rüber. Mal hier den, genau, stell ihm den Bronn mal so entgegen, können wir ein bisschen, kannst du oben drauf stellen, genau. Lasst sie kommen, hier ist immer noch ein Zwerg in Karagwan. Hier ist noch ein Zwerg, der noch nicht zurückkommt, der Freund. Und Rick ist, weißt du, steht schon auf dem Felsen, nimmt sich noch eine Kiste, ja. Ich bin größer. Also, schönes Bild auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, allein für dieses... Du musst schon mal den Mittelfinger würdigen, ne? Ja, ich zoome gleich von der anderen Seite rein. Ja, also, mal gerade ein kurzer Schwenk hier über das ganze Gelände mit den ganzen Figuren. Das Gelände macht echt was her. Es macht echt Spaß, damit ja. So diese unterirdischen Schlachten zu spielen. Das ist echt schön. Ja, und ich werde es auch noch ausbauen. Auch noch so richtige, was weiß ich, so Felsspalten kann man ja noch machen oder man kann so, ja, so Kristallhöhlen oder irgendwie sowas kann man darstellen. Das macht schon was her dann. Macht dann auch Laune. Und ich könnte mir überlegen, vielleicht noch, ich habe ja eine Nachtgoblin, eine fertige Nachtgoblin-Armee im Keller, dass ich die vielleicht einfach ein bisschen aufpoliere und dann auch noch mal ins Feld führe. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, für die Story brauche ich auf jeden Fall. Jetzt, nach diesen richtig schönen Bildern von den Skaven und von den Zwergen und das Ganze natürlich noch mit einer schönen kleinen Atmosphäre, dachte ich mir, wir gehen jetzt mal auf diesen schönen, wunderbaren Tisch, der hier vor mir ist, und wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an,
was dieses Bretonenbuch uns vielleicht auf die kommenden Geschehnisse verrät. Wir haben ja gesehen bei dem, ja, bei der Erscheinung bei Games Workshop, also diese Bretonen, also diese Pegasus-Ritter, die Reiter, die Infanterie und. Wohlgemerkt, also für die Leute unter euch, die ja erst ganz neu eingeschaltet haben, diese Bretonenarmee, die gab es schon mal. Also die ist nicht neu. Diese Bretonenmodelle, die gab es schon einmal. Und die wurden dann auch leider eingestellt, sehr zum Verdruss damals von uns allen. Und dies ist das Buch der 7. Edition. Oder beziehungsweise das kam bei der 7. Edition raus. Und es hat leider kein Hardcover bekommen. Also wir sehen in diesem Bretonenbuch viele, viele Bilder über die Ritter und die ganzen Modelle. Wir wissen allerdings jetzt, dass die Bodenausstattung sich wahrscheinlich verändern wird. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein Leitfaden dafür, was uns in Zukunft erwarten kann. Und ich habe gesehen in meinen, in meinen Darbietungen, da haben so manche dann auch drunter geschrieben, als ich gesagt habe, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was in der nächsten Grundbox drin ist. Und da haben halt viele gesagt, Bretonen und, Bretonen und Khemri war jetzt, glaube ich, somit das häufigste, was ich erfahren habe. Und, wir sind einfach mal gespannt. Aber auf jeden Fall, ich bezweifle, dass diese tollen Modelle irgendwie erneuert werden, weil sie sind schon neu. Ja. Also allein diese Ausstattung der Figuren lässt einfach keinen anderen Schluss zu. So, und das war jetzt so ein bisschen zum guten Schluss. Jetzt an diesem Maltischgebabbel habe ich mir einfach gedacht, komm, jetzt zeigst den Leuten einfach nochmal das schöne Bretonenbuch und gehst nochmal ein bisschen darauf ein. Und ja, ihr habt gesehen, die Figuren aus dem Ritterturnier habe ich mit aufgestellt. Das war Absicht. Ich wollte noch kurz Bescheid sagen, dass dieses Turnier ein voller Erfolg war und am 29. April 2023 um 18 Uhr geht's los hier auf meinem Kanal. Das Ganze geht bis 19.30 Uhr. Beziehungsweise bis 1945 ungefähr. Und dann um 20 Uhr besucht ihr bitte den Kanal vom Werten Wieland. Ich werde den auch nochmal hier unter dem Video nochmal verlinken, den Wielands Schmiedekanal, weil der bietet euch dann um 20 Uhr an dem Samstag, an dem 29. um 20 Uhr abends dann das Making-of von unserem Ritterturnier, also dem großen Turnier von Lyonnais um die Goldene Lanze. Ihr werdet sich euch so bestimmt schon gefragt haben, wann kommt denn das dritte von drei Turnieren? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Und das möchte ich auch erstmal so lassen. Der Wieland und ich, wir lassen uns da mal alles offen. Wir gucken einfach mal, wie es sich entwickelt. Wir freuen uns jedenfalls drauf, das, was wir jetzt endlich gepackt haben. Und auch so. Wie fandet ihr denn mein jetziges Video? Wie fandet ihr das Spiel? Ja? Wie hättet ihr gespielt? Wie hättet ihr aufgestellt? Ja? Habt ihr auch Skaven oder habt ihr auch Zwerge? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, was für eine Armee ihr euch aufstellen würdet für 600 Punkte. Und jetzt zum guten Schluss wollte ich nochmal sagen, wenn ihr ein 600-Punkte-Projekt macht mit eurer Armee für Warhammer Fantasy bzw. für The Old World, macht es einfach. Schreibt eine Liste, also jetzt 8. Edition noch, und dann bei The Old World, denke ich mal, kommen auch irgendwann Armeebücher raus und da gibt es auch Punkte. Und dann macht man einfach eine schöne Liste. Baut sie mit echten Figuren und dann bemalt sie. Und dann habt ihr eine 600-Punkte-Truppe, also eine kleine Punkte drüber. So habe ich es gemacht. Genauso mit dem Gelände. So, gut. Dann würde ich jetzt sagen, ein Hoch auf das Hobby. Mit besten Grüßen hier von eurem Hüter der alten Welt.
mit Sigma zum Gruße an euch alle. Und wir sehen uns im nächsten Mal, Tischquabbel. Tschüss bis dahin und macht's gut. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer freue ich mich über einen Daumen und Kommentare. Habt ihr Ideen oder Anregungen für mich? Oder konstruktive Kritik? Dann lasst es mich wissen. Und mach dein Hobby, wie es dir gefällt. Ein Hoch aufs Hobby. Von eurem Hüter der alten Welt.